Ladies and Gentlemen, willkommen heute back zu einer weiteren Folge von Island Safer. Heute mal wieder eine knackige, nice Folge mit hier den Spartieren. Ja, Leute, die Spartiere sind mal wieder unterwegs, sind ein bisschen am Geld sparen. Wenn ich Geld brauche, kann ich die ja theoretisch hier ein bisschen mit füttern, oder? Das war doch irgendwie so, wenn ich die jetzt hier so hinschieße, dann gehen die da hin und sollten es eigentlich essen. Und wenn die dann voll gefuttert sind, dann werfen sie sozusagen Geld ab. Aber, liebe Leute, darum soll es heute jetzt nicht gehen. Wir werden uns da gleich drum kümmern. Guck mal, hier liegt einfach wieder Kacke. Das hier ist einfach Kacke. Warte mal, wo ist dieser Roboter hier? Guck mal, ich kann ihn damit einfach abschießen, Leute. Ich habe den gerade einfach mit so einem runden Kugelstückchen Kacke abgeworfen. Ah, guck mal, hier, die sind alle jetzt schön fleißig hier am Gucken und am Machen und am Tun. Stichtag, verdiene erste Zinsen mit deinem Sparguthaben. Oha, cool. Okay, das ist nice. Aber, liebe Leute, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. Müssen uns jetzt hier mal ein bisschen weiter darum kümmern. Denn hier ist nämlich alles noch ganz schön zugemüllt. Hier ist auch nochmal der Pfandflaschenautomat. Wir müssen hier das hier alles erstmal sauber machen. Oh ja, das hier ist wirklich ein bisschen blöd. Hier ist alles voll geschlickt. Ach, guck mal, da geht es sogar weiter. Und ich glaube, wir brauchen sogar eventuell einen Schlüssel. Guck mal, man sieht ja hinten ist irgendwie so eine Tür. Und da kann man nur durchgehen, wenn man einen Schlüssel hat. Hm, tut mir leid, diese Tür ist... Tut mir leid. Öffne diese Tür. Blablabla. Ist erst möglich, wenn du den Goldschlüssel gesammelt hast. Okay, das bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal den Goldschlüssel, Leute. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo man den findet, aber ich kann es mir halt schon ein bisschen denken. Hallo, bist du wach? Der schläft? Wieso schläft der? Warte mal, kann ich den hier nicht... Ach so, ich musste den erstmal ein bisschen säubern. Ganz klassische Angelegenheit. Dann schieße ich jetzt erstmal da die ganzen dreckigen Flaschen rein. Und sammle dann mal hier das ganze Geld wieder ein. Gib das hier ab. Zack, zack, zack. Und damit haben wir 59. Wir brauchen noch irgendwie 100 oder sowas, um dieses Ding da hinten zu öffnen. Ja, das war irgendwie noch ein neues Level. Aber erstmal brauchen wir Wasser. So, und mit dem Wasser müssen wir jetzt hier erstmal die ganzen Pflanzen sozusagen... Oh! Okay, ich glaube, wir haben ein neues Tier. Ja, wir haben eine Schnecke freigeschaltet. Cool. Sie ist im Bunkypedia jetzt eingetragen. Aber die sieht sehr, sehr grau aus, ne? Ist es so richtig, kleine Schnecke? Oh, sie mag, glaube ich, gar kein Wasser. Okay, ich weiß nicht, ob sie das so mag, tatsächlich. Was ist, wenn sie das hier knabbert? Kriege ich dann irgendwas? Guck mal, das sieht aus wie so riesen Lollipops. Hm. Also irgendwas muss ich ja bekommen. Ich brauche ja einen Goldschlüssel, ja, um dass ich da reinkommen kann. Dann kann ich hier nicht mal das hier rein. So, und ansonsten, guck mal, da ist auch noch ein riesen Ei. Wie komme ich da dran? Vielleicht muss ich hier... Kann ich hier so hochklettern? Hä? Mein verlorenes Notei. Sei vorsichtig, das ist sehr zerbrechlich. Oh, okay. Geh hin und sammle es vorsichtig ein. Aber wie komme ich da hoch? Bin ich dumm? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie an diesen Ranken hochklettern kann. Okay, lass mal kurz überlegen. Hier vielleicht so? Hä, ich kann da nicht hochklettern. Bin ich dumm? Aber kann ich das vielleicht von hier so einsaugen? Nee. Okay, ich glaube, irgendwas... Man könnte es doch eigentlich viel simplerer machen, indem man so zu... Ah, guck mal, man kann hier rüber. Okay, ich dachte, man kann sich an diesen Lianen sozusagen hochziehen. Hopp. Okay, vorsichtig. Mein verlorenes Notei, sei vorsichtig. Es ist sehr zerbrechlich. Vorsichtig. Gehe nach unten und sammle es vorsichtig ein. Okay. Na, sieh mal einer an. Du hast mein Notei gefunden. Okay, kannst du den Rest finden, klar. Oh! Aber wo... Was war denn das? Habt ihr das gerade gehört? Was ist hier mit dem Dings hier? Komm mal her, hier. Die sollen das hier essen. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche nämlich, wartet, ich brauche 70, um dass ich in den nächsten Bereich kommen kann. Das will ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Aber irgendwie futtern die nicht richtig, oder? Guck mal hier, zack, zack, zack. Hier ist wieder ein bisschen Kacke. Upsa, jetzt habe ich das Falsche weggeschossen. Irgendwie kümmern die sich nicht so richtig darum. Hm, ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich ihn damit so volle Kanne abschießen. Hier, friss, 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 friss. Er schläft einfach weiter. Hä, er schläft einfach. Wie dumm. Okay, 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 okay. Oh, oh, was ist das hier? Guck mal, das hatten wir noch gar nicht. Was ist das? Süßfrüchte. Vielleicht ist das tatsächlich was. Hier, okay. Die gehen jetzt hin. Okay, okay, die fressen das, diese Süßfrüchte. Und die kacken es auch wieder aus, ganz klar. Der ganz, ganz klassische Dings. Aber wenn die sozusagen voll gefuttert sind, geben die auch gut was. Oh, guck mal da, die hat's. Oh, okay. 10.
Okay, damit haben wir... Ah, damit haben wir sie sozusagen auch schon entwickelt. Perfekt, jetzt sind die nicht mehr so gräulich. Okay, jetzt haben wir so richtig quietschbunte Schnecken. Guck mal, die sind jetzt auch viel glücklicher. Okay, perfekt. Dann haben wir das schon mal geschafft. Wir könnten jetzt theoretisch sogar das komplette Geld hier reinböllern. Kann ich da auch Kacke reinschießen? Nein. Hey, sie sind mega in love. Ja, sie freuen sich. Oh, wie süß. Guck mal, wie süß. Hier ein bisschen Wasser für dich. Bisschen Wasser für dich. Ich glaube, das mögen die gar nicht. Okay, jetzt haben wir hier auch nochmal diesen Roboter. Wo zeigt der Pfeil jetzt hier hin? Ich glaube, der Pfeil zeigt jetzt sogar ins nächste Level. Ja, er zeigt ins nächste Level, Leute. Das ist überkrass. Wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft, dass wir ins nächste Level kommen können. Okay, hier ist wieder Kiwi am Start. Let's go. Du willst also in diesem neuen Bereich erkunden, kaufen, was? Ja, klar will ich das. Let's go. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Let's do this, mein Freund. Verkauft. Dann gehen wir da rein. Oh, und der fliegt einfach weg. Cool. Okay, Kiwi, du gehst schon mal vor. Oh, hier gibt's auf jeden Fall... Oh, oh, okay, hier gibt's eine Menge, Menge Stuff, den wir machen müssen. Wow, okay. Okay, ist es hier irgendwie eingesperrt? Pass auf, ein Steinschlag! Es sieht aus, als würden wir in der Falle sitzen. Wir brauchen Wasser. Mir fällt gerade auf, dass wir auf jeden Fall, kann man das Wasser hier einsaugen? Okay, das ist sauberes Wasser, das ist schon mal sehr gut. Weil wir kommen ja jetzt gar nicht mehr zurück. Gut, aber die Frage ist auch, was wollen wir wieder da hinten auf der anderen Seite? Wir brauchen ja eigentlich gar nicht zurückzugehen. Was ist das da für ein Automat? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Auch ein komplett neuer. Erstmal hier den ganzen Pfandflaschenmüll einsammeln. So, und wir sind voll. Die Süßfrucht schieße ich mal weg, dann können wir noch ein bisschen mehr einsammeln. Okay, einfach hier alles schön fein säuberlich. Zack. Perfekt. So, da haben wir jetzt alles eingesammelt. Guck mal, der sieht mega cool aus. Der hat voll den coolen Hut an. Okay, jetzt erstmal hier den schlafenden, die kleine Prinzessin hier wecken. Hö, was ist denn das? Hallo, ich bin ein Steuerbot und ich werde dir deine Steuern einziehen. Warum? Kein Steuerbot. Wann immer du Geld verdienst, muss ich einen Teil an Steuern für die... Warum? Ich will keine Steuern zahlen. Hey. Der Steuerbot ist voll dumm. Hey, er hat einfach mein Geld. Wow. Fantastisch, du hast deine erste Steuermark verdient. Durch Zahlen von Steuern hilfst du beim Recyceln des Mülls, den du sammelst. Der, okay, gut. Ja, dann ist es ja für einen richtig guten Zweck. So, dann habe ich jetzt einfach schon 4 Steuern gezahlt. Upsa. Warte mal hier. Kann man das hier nicht da rein? Doch, okay, ist es richtig. Ah, ich bin auch voller Müll. Du musst deine Steuermark verwenden, um mich zu leeren. Ah ja, okay, das nimmt jetzt andere Züge hier an. Gib mal her. Oh, ich habe gar keinen Platz. Okay, ich habe gar keinen Platz. Okay. Listen. Wie machen wir das? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal alle Flaschen hier sozusagen auf den Boden schießen. Okay, wieso... wieso fliegt er jetzt weg? Kommt er jetzt gleich wieder oder sowas? Ja gut, dann werde ich einfach in der Zeit... Schöner Sprint. Ja, dann werde ich einfach in der Zeit... Oh, da ist er ja wieder. Oh, hi. Er hat sich komplett entleert hier. Bitteschön, dann... Hä? Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Jetzt war voll am Durchdrehen hier gerade. Okay. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, um die Automaten sozusagen zu entleeren. Oh nein, er ist schon wieder voll. Das heißt, ich muss mir hier nochmal eine Steuermark nehmen. Und jetzt fliegt er wieder weg. Oh, okay, das ist so viel komplizierter jetzt irgendwie. Es war am Anfang irgendwie echt viel einfacher, ne? Okay, egal, Leute. Wir kriegen das dann auch schon gebacken. Aber ich werde jetzt mich erstmal darum kümmern, dass wir hier zum Beispiel die... Die hier so ein bisschen sauberer hinbekommen. Ich glaube, das ist das Klügste, was wir machen können. Nicht erst die Flaschen einsammeln, weil da sind wir irgendwie tagelang beschäftigt. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal darum, dass hier alles erstmal so einigermaßen sauber wird. Hier ist noch irgendwie Guffe. Ne, das sind Dings. Flaschen. Ansonsten, ja, perfekt. Steuerbach. Ah ja, guck mal, jetzt haben wir hier wieder die Mr. Krabs freigeschaltet. Im nächsten Bereich brauchen wir 100 Geld, dass wir da reinkommen können. Aber es geht ja relativ fix hier, das Ganze. Okay, was ist das? Was haben wir jetzt? Oh! Ein Ameisenbär! Oh, wie cool! Mega, mega cool. Süß, ein Ameisenbär. Okay. Wir müssen ja erstmal alle von der Guffe befreien. Okay, ja, wir wissen's. Du bist hier der Dings. Der Bankautomat. Oh, ich hab den Pin... mein Pin war... 0503. Das war der Pin. Tolles Erinnerungsvermögen. Ja, das weiß ich nämlich noch, weil ich nämlich nur meinen Geburtstag genommen habe und das ist jetzt nicht so kompliziert. Hä?
Der wird ja wieder gammelig. Wird er wieder... Ah, der wird gammelig, wenn da noch Müll auch in der Nähe ist und so. Okay, okay. Okay, das ist auch ganz gut zu wissen eigentlich. Oh, die sind gerade alle wieder hier am Auskötteln. Da sind Ameisen. Guck hier. Nimm das. Oh, ich hab gar keinen Platz mehr im Inventar. Okay, okay. Mehr Wasser. Was ist das da hinten? Da sind auch nochmal neue Automaten. Okay. Ansonsten müssen wir jetzt mal gucken, dass wir erstmal alles von dieser Guffe befreien. Ja? Es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge hier. Dieses Mal. So, weg damit. Und zack. Das Ding ist freigeschaltet. Und zack. Das Ding ist auch frei. Und zack. Okay, es nimmt alles schon mal so langsam. Guck mal, man reinigt einfach Wasser mit Wasser. Es ist so dumm. Aber hier kann ich ja schwimmen drin, ne? Das ist schon mal gut. Hier ist es so. Aber ich glaube, dass die... Sind die hier zu nah dran? Nee, ist nicht ganz... Hä? Was ist das? Okay, ich glaube, das braucht ein bisschen mehr Dings. Okay, hier sind noch Flaschen. Ah, Mist, ich bin voll. Kann ich die nicht irgendwie davon weg? Nein! Oh mein Gott, nein! Okay, das ist echt ein bisschen dumm. Was ist das hier? Es ist so... Holz? Ich nehme mal hier das komplette Geld mit. Okay, okay. Schwierig. Es wird immer ein bisschen schwieriger die ganze Zeit. Ich werde jetzt erstmal mich hier drum kümmern, dass wir hier... So, zack, erstmal das komplette Geld da reinwerfen. Dann ist der hier komplett empty. Das heißt, wir können jetzt hier alle Flaschen wieder reinschießen. Okay, er kommt. Komm. Ja, okay, er ist schon wieder voll. Okay, dann lege ich einfach mal alle Flaschen hier rüber. Weil das Problem wird nämlich sein, Leute, dass wenn die Flaschen immer in der Nähe sind von den Dings hier, warte, ich kann ja eigentlich alle theoretisch hier so hinschießen, ja? Ich kann ja alle Flaschen jetzt theoretisch aufheben, die hier noch rumliegen. So, wie die hier, das da, was ist das denn? Eine kleine Libelle, voll süß. Und dann nehme ich hier einfach alle Flaschen mit. So, mach hier, ich probiere mal damit nochmal. Funktioniert's jetzt? Ja! Jetzt hat's funktioniert. Wow! Okay, cool. Der Steuerroboter ist wieder am Start. Der beobachtet mich die ganze Zeit. Ansonsten... Okay, wir haben kein Wasser mehr. Kann man hier erstmal den hier plündern. Spartier gerettet. Let's go. Und er kassiert schon die ganze Zeit seine Steuern ab. Hau ab! Ich habe keinen Bock, Steuern zu zahlen. So. So. Und dann hier wieder die Knete rein. Hallo, mein Kleiner. So, bitteschön. Dankeschön. Kaution. Zahle 100 Golddublonen ein. Chillig, haben wir geschafft. Guck mal, hier ist... Oh, ja. Hier ist nochmal einer, der ist voll gefuttert. So, einfach alles hier mitnehmen. Der Steuerroboter kommt die ganze Zeit und zahlt sein... Der will die ganze Zeit die Steuern haben. Das ist so nervig. Okay. Wir können jetzt hier uns nochmal eine Dingsmark holen. Eine Steuermark. Schießen den hier rein. Und lassen den jetzt erstmal wegfliegen damit. Hier fehlt uns noch ein bisschen da und ein bisschen da. Dann haben wir die Insel hier auch eigentlich so ziemlich fertig. Ich sammle mal kurz das Wasser ein. Mach das hier alles ein bisschen sauber. So. Perfekt. Hier auch. Perfekt. Chillig. Her mit dem Geld. Und... Ja, das sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus. Vielleicht hier nochmal den kleinen Dicken hier nochmal retten. Kurz hier alles einsammeln. Hey, hör auf, dieser Steuerdings ist voll dumm. Der klaut mir die ganze Zeit mein Geld. Okay, jetzt können wir hier einfach alle Flaschen. So, und jetzt werden die Flaschen hier rein befördert. Und ich glaube, dass damit sogar die Insel gerettet ist, oder? Beziehungsweise der Abteil der Insel. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber, Moment, ich schaue mich mal kurz um. Oha, oh mein Gott, das ist ein dickes Ding. Oh, 30 sogar, wow. Wow, mega. Hey, der ist ja lila, voll cool. Okay, wir haben jetzt 87 Geld eingesammelt. Der ist hier schön am Ameisen. Die Ameisen kann ich nicht einsammeln, der ist hier alles voll gekackt wieder. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hier... Dass das hier der komplette Dings gewesen ist. Die komplette Insel, oder? Beziehungsweise... Ah, aha! Da haben wir doch was übersehen, Freunde. Das lassen wir doch. Niemals werden wir das hier übersehen. Jetzt! Ein roter Panda! Oh mein Gott, der rote Panda! Mega, mega putzig.
Aber Leute, ich weiß jetzt nicht, ob wir das heute noch sehen, wie der sich sozusagen entwickelt, weil das wird, glaube ich, Ewigkeiten dauern, weil der muss jetzt, hallo, der hat mir voll ins Gesicht gekackt. Hey. Ah, die essen alle das hier. Aha. Man kann ja theoretisch das denen so hinwerfen. Hier auch. So, die essen hier Bambus, ne? Und dann könnte das vielleicht sogar ein bisschen schneller gehen. Das mache ich mal hier weg, die ganze Kacke. Ja, und da haben wir ihn doch. Okay, damit können wir die jetzt auch nochmal retten. So, und... Oh, wie rot auch. Guck mal, diesen Feuerrot. Diesen richtig, richtig knalles Rot. Voll schön. Okay, cool. Damit haben wir jetzt die Insel hier befreit. Moment, gehen hier erstmal hin. Schießen unser Geld zurück. Und Leute, lasst ein Like da. Das Spiel macht mir echt eine Menge Spaß. Und falls ihr Bock auf mehr habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wir können jetzt hier im nächsten Level sozusagen dann weitermachen. Das ist mega cool. Und jo, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder und haut rein, Leute. Tschüss.